Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Minecraft-Aufnahme auf dem Arctos IP-Kanal. Oh mein Gott, wer hat denn den hier reingelassen? Ich weiß es nicht. This is motherfucking Laviva. Okay. Ja, hallo. Kennt man vielleicht noch aus einer Minecraft-Vanilla-Folge? Es ist irgendwo in der ersten Staffel, ich weiß es nicht. Yeah. Müsst ihr gucken. Da war der mal dabei. So, und den habe ich jetzt hier, weil irgendwie keiner sonst Zeit hatte zum Aufnehmen. Mike ist immer noch krank und wir sind hier irgendwie ein bisschen unterbesetzt. Deswegen ist er hier und Annie stößt vielleicht noch dazu im Laufe der Aufnahme. Gut, wir haben ein bisschen Vorarbeit geleistet, weil wir keinen Bock hatten, die ganzen Rohstoffe, die uns da die Turtle geliefert hat, noch umzuwälzen. In der Aufnahme, deswegen haben wir das alles schon offscreen gemacht. Das hier sind die Erzeugnisse, die wir haben. Klack, klack. Hier draußen wird es gerade Tag. Perfekt. Kakteen haben wir mehrmals abgefarmt. Und Weed auch. Einfach nur, damit wir hier ein bisschen Rohstoff haben zum Arbeiten. Tja. Ich kann euch noch zeigen, die Turtle haben wir auch versetzt. In der Aufnahme. Heute haben wir einiges vor. Wir müssen erstmal das Energieproblem lösen, was wir so haben. Das ist erstmal das, was wir als erstes anpacken werden. Dafür müssen wir in Nether und dort uns dann mit Hilfe einer Pumpe Lava abpumpen und dann können wir mit einem Geothermalgenerator ein bisschen Strom erzeugen. Das ist so der Deal, den wir haben. So, die Turtle ist hier also wieder versetzt. Könnt ihr sehen, die baggert hier ein bisschen Zeug weg. Das ist immer das Wichtige nach vorne hier. Jo. Ist dann hier schon das fünfte Mal, bloß nicht reinfallen. In das Loch. Gut, dann basteln wir mal eine Pumpe, wa? Du könntest die Pumpe basteln, da brauchst du einen Mining Well für, glaube ich. Ja, Mining Dings. Aber musst du mal gucken, was du für brauchst. Das ist einfach eine normale Pumpe. Liquid Transport, darüber haben wir voll. Aber das ist die, musst du aufpassen, dass du die richtige nimmst. Warte, da gibt's nämlich mehrere. Das ist Liquid, die 515 ist die ID. Super. Kann ich mit der ID was anfangen? Nein. Es sei denn, du gibst 515 in der Suche ein, dann kriegst du die Pumpe. Auch. Ach, da haben wir sie. Genau. Mining Well. So. Ja, einen Tank haben wir ja. Genau, Mining Well brauchst du. Iron Gear, brauche ich ein Stone Gear für, ein Wood Gear. Gut, du machst das, ich mach den Thermionic, den Liquid Transposer, den wir brauchen, um Tesseracts herzustellen. Was das ist, erkläre ich dann noch. Super. Ich mag's einfach super. Nicht. Ich mag's einfach nicht. Liquid Ich habe jetzt 30 Wood Gear gemacht, also. Da hab ich noch den Rest der Snackbox von Silvester. Ist heute der 1. Januar. Was Neues. Ja, die erste Aufnahme im neuen Jahr, genau. So, ich brauche ein Machine Frame. Iron Ingot, Gold Ingot und ein bisschen Glas. Okay. Mal ran an die Buletten. Haben wir draußen noch was? Nö. Doch, Sand haben wir hier. Können wir mal drin wieder zu Glas machen, weil so viel Glas haben wir nämlich auch nicht mehr. So, hier mal schön in den Ofen werfen. So. So. Glas. Wie viel brauche ich denn da? Liquid Transposer. Machine Frame. So, 4 Glas. Okay. 1, 2, 3, 4. Und der Rest kommt wieder weg. Dann brauche ich noch ein Goldingot und ein Goldingot und 1, 2, 3, 4 Iron Ingots. So, im Hintergrund düdelt natürlich wieder unsere Musik, wie immer. Ich brauche das. Ach ne, ich habe ja hier mein Pocket Crafting Table. Das ist natürlich auch was Tolles. So, einmal das Gold in die Mitte und dann so. Und dann haben wir das Machine Frame. So, weiter. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Redstone Reception Coil. Das heißt ein Gold Ingot und 2 Redstone. Haben wir hier oben noch Redstone oder das sind alles unten? Alles unten, oder? Redstone, ja. Müsste alles unten sein. So, ich habe die Pumpe fertig. Ne, die Mining Well fertig. So, jetzt brauche ich noch einen Tank eben, der ist auch unten. An der Vivas Maus hat sich übrigens nichts geändert. Die hört man immer noch. Ja. Standard. So. War in den ersten Aufnahmen auch so, glaube ich, dass man die Maus immer gehört hat.
In den ganz ersten Aufnahmen nicht, aber da haben wir sogar noch nicht einmal so auf Qualität geachtet. Stimmt. Aber danach, ich habe die Pumpe. So, aber danach, so züchtig. Ja, dann kannst du noch ein paar Redstone-Engines machen, wenn wir unten nicht genug mehr haben. Ich werde in der Zeit. Engines. Eine haben wir auf jeden Fall noch, die habe ich vorhin gesehen. Haben wir noch einen leeren Bucket? Das muss ich auch noch einen machen. Oder? Nee, einen leeren Bucket haben wir keinen, wir haben eine volle. Toll. 1, 2, 3. Ich bin nicht ganz täusche, haben wir unten noch eine Redstone Engine. Wie viel brauchen wir denn? 3 Stück, ne? Ja, oder 4 können es auch sein. Geht's ein bisschen schneller. Lass mal gucken. So, also es war jetzt diese Reception Coil. Ach, ich brauche noch die. Eine habe ich noch gefunden. Redstone Engine. Glas. Wood. So, das war eine Reception Coil. So dumm war es gar nicht. Copper Ingot. So dumm war es gar nicht, dass ich die Wood Gears gemacht habe. Ich brauche dafür auch noch welche. Glas. Piston. Ja, jetzt willst du dich hier wieder rausholen aus dem Loch, in das du dich gerade gebracht hast. Naja, ist klar. Normal. Ich brauche Redstone. So. Das. Ja, sollte unten noch genug sein. Boah, ich habe nur das rausgenommen, was ich brauchte. Klau mir einfach mal im 54. Barrel. So, Cobblestone und Holz. Holz brauche ich auch. So, ich habe einen Liquid Transposer. Den brauchen wir ja, um Tesseracts zu basteln. So. Wie viel Pisten? Ah ja. Wie viel brauchen wir Redstone Engines? Noch. Na, 3 machen wir, ne? Ja. Das 4 Stück heißt, waren mal so. Auch Cobblestone. Aber ich habe keine Ahnung, was das Ding. Ach, das braucht Minecraft Jewel. Okay, das heißt, da können wir ganz normale Engines dranhängen. Dann braucht das Ding Wasser. Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert mit dem Liquid Transposer. Muss ich echt zugeben. Tja. Der Indy steckt auf der Autobahn noch im Stau. Wegen einem Unfall, sonst wäre er schon längst hier. Würden wir mit ihm aufnehmen. Aber irgendwie ist er noch nicht da. Wie kommt's? So, das ist die Quarry. Ich brauche, was du danach noch bauen kannst, sind Stirling Engines. Komm damit gleich erstmal, weil ich kann es mir jetzt nicht merken. Okay. So. 4800 Minecraft Jewel. Wo soll ich die hernehmen zum Teufel? Tutorial. The Redstone Control Tab configures how this device reacts. Bla bla. How items enter and leave this device. So, ich habe jetzt schon mal die Pistons für die Redstone Engine. Jetzt brauche ich. Requires Minecraft Jewels to operate. Warte mal, ich kann nur hier nochmal gucken. Nach dem Tesseract. So, Liquid Tesseract, das ist alles okay, aber wir brauchen diesen. So, das. Oh Gott, die sind so teuer, ne? Diese Tesseracts, da brauchen wir auch wieder Diamanten für. So, die 3 Redstone Engines sind fertig. Also jetzt haben wir 4. Oh Gott. Ein Induction Smelter brauchen wir auch noch. Also was brauchen wir, was kann ich jetzt noch craften? Stirling Engines. Mal 3 Stück. Wie werden die geschrieben? So wie man so spricht. S-T-I-R-L und dann findest du sie schon. Okay, ja, da sind sie. So, ich baue mal einen Induction Smelter, den brauchen wir nämlich auch noch. Wie viel Scheiße, brauchen wir davon? Von den Stirling Engines? 3. Mach mal 3. Okay. Mach ich jetzt. So einen Induction Smelter bastel ich jetzt. Okay, dafür brauche ich wieder ein Machine Frame. War einmal so. Und 1, 2, 3, 4 mal so. Und dann brauche ich noch Glas. Man hört wahrscheinlich bei mir einfach nur das Klicken. Oh ja, hört man. Mm. Das ist sehr ärgerlich. Aber was willst du tun, ne? Was willst du machen? Hat keine andere Maus zur Hand, der Kerl. So, und wenn du sneakst bei diesen Barrels unten, ne, wo Redstone drin ist und so, sneakst und links drückst, dann kommt immer 1 raus. Ja, das weiß ich. Das habe ich vorhin gesehen. Wie viele Pistons brauche ich jetzt?
Drei Stück. Viele. Drei. Ja, drei. Okay, drei Pistons. So, Redstone, was brauche ich dafür noch? Induction Smelter. Invar Ingot. Ach du Scheiße. FE2. Oh no. Wo krieg ich denn Invar her? Invar Dust? Das haben wir doch alle nicht. Uh-oh. Invar Nuggets haben wir nicht. Ach, Iron und Ferrous Ingot. Es gibt Invar Ingot im Alloy Smelter, den wir auch nicht haben. Oh Mann. Alloy Smelter, Alter. So, ich habe jetzt diese Sterling Engines auch. Wir brauchen irgendwo hier Invar, wenn wir das hier irgendwo haben. Was ist ein Invar? Keine Ahnung, irgendein Material, was ich dringend brauche. Jetzt kommen wir nämlich nicht weiter, weil ich kann dann keine Tesseract Frames machen. Oder ich kann Moment mal. Also was soll ich jetzt Moment noch craften? Was hast du denn jetzt? Hast du jetzt die Dinger? Ich hab jetzt die Pumpe, die vier Redstone Engines und die drei Sterling Engines. Was brauchen wir noch? Muss ich gleich mal überlegen. In der Zeit kannst du das Weed farmen. Gut. Ja, ich hab sowieso. Guck jetzt mal kurz hier durch. Muss das unbedingt Invar Ingot sein, so ein Scheiß? Ich hab keinen Invar Ingot. Und woher bekommt man das? Das haben wir hier auch nirgends. Und woher bekommt das kriegst du ja entweder als Dust irgendwo her oder du musst es craften mit einem sauteuren Schmelzofen. Und was für ein dafür brauchen wir selber Invar-Platten. Das ist der Alloy-Smelter. Alloy, okay. Alloy-Smelter. Und dafür brauchen wir Invar-Platten und die haben wir ja auch nicht. Und ich habe keine Ahnung, wo wir das Invar finden sollen, ehrlich gesagt. Da musst du wohl Glück haben, das zu finden. Ja. Und es wird dunkel und ich lauf weg vom Haus, das ist unclever. Lass mal eben hinlegen hier. Bis das wieder hell ist. Weed packst du am besten innen rein. Ja, ich craft es direkt zu Brot. Oder, na, nee. Für was brauchen wir es? Für Biomasse irgendwie, ne? Hast du auch gesagt. Ja, später aber erst. Dann machen wir extra Farmen für. Komm mal rein, das ist ein Monster ohne Ende. Oh, jetzt habe ich schon wieder eins zerstört. Ich kann nicht schlafen. Doch, jetzt. Ey. Da sieht man den Chatverlauf, der ist hallo. So. Also kann ich es noch zu Brot craften, weil so ein bisschen brauche ich dann auch noch an Essen, Nahrung. Wir haben vorhin ein bisschen mit den Overclocker-Upgrades rumgespielt. Wenn man nachher, die kannst du nachher auch noch craften. Okay. Für die Öfen, dann laufen die ein bisschen schneller und so. Wir brauchen jetzt dieses Invar Ingot. Das finden wir sowieso nicht, das werde ich mir jetzt einfach cheaten. Das haben wir nicht. Hör mal, cheaten ist aber nicht die Lösung hier, ne? Tja, aber da kommen wir nicht dran, wir haben das nirgends. Ja, dann... Nur Ferrous Ore und wir können es auch nicht herstellen. Ohne die Maschine, für die wir selber Invar Platten brauchen, das ist total dämlich. Nope, no chance. Das ist Minecraft. Was erwartest du? Gut, dann brauchen wir mal ein paar Invar Ingots. Also ich werde die Maschine auf jeden Fall herstellen, die wir dafür brauchen, ja. Okay. Allerdings werde ich dann damit die Platten herstellen müssen. Also ich brauche einen Alloy-Smelter. Nee, gar nicht wahr, ich brauche den anderen Smelter. Den, ja, Induktionssmelter, aber nicht cheaten. Arg. Weg damit. Ich will das Rezept. So. Schmeiß es doch nicht weg. Induction Smelter. Invar Ingot. Copper Ingot. Okay, Copper und ein Bucket. Oh. Bucket brauche ich noch. Da ist nochmal drei Eisen. Eins, zwei, drei. So, ich brauche Eisen. Refined Iron. Wo macht man Refined Iron? Im Generator? Du musst das Ding einfach nur in den Ofen werfen. Im normalen Ofen. Okay. Eisen. Ja. Ja, ich nehme Electric Furnace, kann ich das da rein eben tun, ja, ne? Geht auch, ne? Ja. Sollte ja. Okay, hier sind noch Glas, warum auch immer.
Drücken wir da rein. 1, 2, Copper Ingot. So, also unten war Copper Ingot, oben war Invar Ingot. Dann hatten wir das Machine Frame, dann das Ding und den Bucket. Ja, Induction Smelter. So, scannen trotzdem diese 64 immer wieder los. Haben wir Copper Cable irgendwo noch? Bestimmt. Also, wenn nicht, dann hätten wir ja noch genug Rubber. So, den Induction Smelter, den stellen wir auch mal hier runter. So. Boah, wie mein Laptop brummt, ne? Das ist so schlimm. Ne, wir haben kein Copper Cable mehr. Hier irgendwo. Na, nimmst du hier Copper Ingots und die, hier die Rubbers und machst das draus. Rubber, Copper, Copper braucht man dafür, ne? Wo ist Copper denn? Ach, hier, Copper. Ja, hier in der Rohstoffkiste. Das ist so ein bisschen die... So, Induction Smelter haben wir. Worauf wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Aufs Tesseract Frame, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Hardened Glass. Genau, Induction Smelter. Da brauchst du ein pulverisiertes Obsidian und Lead Ingot. Um Hardened Glass herzustellen im Induction Smelter. Und da muss auch noch Wasser irgendwie hin. Also Wasser müssen wir uns auch noch irgendwo herpumpen. Da kannst du gleich nochmal eine zweite Pumpe basteln. Brauchen wir auch noch Wasser. Super, ja. Ich mach jetzt mal... Müssen wir uns mal noch irgendwo her anpumpen. Ich hab jetzt einfach mal 48 Copper-Cable gebraucht. Oh ja, das ist ja direkt der Ozean um die Ecke. So. So, Liquid Transposer und den Induction Smelter. 4 Minecraft Joule pro Tick, ja genau. Dann sind die eigentlich Stirling Engines. Wie viel produzieren die denn? Das weiß ich gar nicht auswendig. Steht die aber auch nicht. Toll. Jetzt brauchen wir diese 10k ja. Wasserzellen. Dafür brauche ich... Für die Overclockers, ja. Hast du mir gerade kurz die, die Stirling Engine? Ja, hier. Hm. Sind doch die richtigen, oder was? Ja. Okay. So. Mir ist ärgerlich nicht, wie viel Minecraft-Joule die pro Tick generieren. Ja, ein bisschen schade. So. So, 6 Stück. Stück für... Ne, Moment. Ach verdammt, da brauchen wir ja richtig viel. 6 Stück für 2. Man braucht für die Tesseracts braucht man richtig viel. Aber ich glaube, ich mache das anders. Ich setze den Accuous Accumulator drunter. So wie hier mit dem Carpenter. Moment mal, wo wird denn der mit Wasser versorgt? Ach doch, das müsste aus dem Accuous Accumulator kommen. Das werden wir ja auch machen. Jetzt. Alles klar, Machine Frame einfach wieder und Tin Ingot. Okay. Ich brauche jetzt gerade auch Tin, aber. Tin ist hier auch mit in der Kiste, ne? Ja, direkt vorne. Ja, 1, 2. Und dann brauche ich wieder ein Gold und 1, 2, 3, 4 Eisen und 1, 2, 3, 4 Glas. So, und dann geht's hier ran. 1, 2, 3, 4. Weiß nicht, war das so? Ne, das glaube ich war glaube ich andersrum. So, in die Mitte das Gold und hier, genau so war das, ja. Verdammt, habe ich ein Iron Ingot verloren? Ich weiß es nicht. Kannst du mir mal eins zuwerfen? So. Mhm. Brauche ich jetzt noch gerade Wasser. Wieder ein Bucket brauche ich. Mhm. Wo ist denn hier eine Wasserquelle? 1, 2, 3 Bucket. Ah. Relativ ja, nah eigentlich. Oder rechts. Guck mal hier, direkt nächster Weg. Hier ist ein riesen Ozean. Nicht nur so eine Pfütze. Hab jetzt schon die Pfütze voll. So. So, mit denen kann ich dann jetzt diese 10k Kolonnenzellen machen.
Alles klar. Ich mache in der Zeit den EQS Accumulator. Hast du eh nie was Produktives? Ach, im Pneumatic Servo. Och nein, ey, jetzt muss ich die jedes Mal einzeln da rein tun. Das ist ja nervig. Iron Ingot. So, ich glaube, das war so. Und so, und das war ein Pneumatic Servo, oder? Nee, scheiße. So. Okay. Brauche ich noch was? Glas und Tin Ingot. Tin Ingot habe ich, Glas brauche ich wieder. Und Glas haben wir keins mehr. Doch, ich habe noch 16. Ich lege dir das hin. Ich schmeiß trotzdem mal ein bisschen Sand in den Ofen. Kann man immer mal brauchen. Achso. Ich gebe dir den Rest vom... Ach, hier ja. ist Glas. Ich habe ja, hier Glas. Ja. Trotzdem kannst du ja Sand in den Ofen. Okay, okay. So, also unten in die Mitte war das. Das Glas war hier. Unten war das Tin Ingot. Da war das Machine Frame und oben der Bucket. Accus Accumulator. Wunderbar. So, ich habe auch gar keine Spitzhacke mehr. Muss ich mir auch mal eine neue basteln. Haben wir hier noch Diamanten da, mit denen wir das eben machen können? Warum Spitzhacke mit Diamant? Wollte gerade sagen. Das wäre ja übelst die Verschwendung. Ich nehme Saphire. Diamanten wären übelst die Verschwendung. Ja, ich habe meinen mobilen Crafting-Tableau-Ding. Ja, ich nicht, nachdem du mich getötet hast. Einmal so. Ja, musst du halt mal einen basteln. Ist ja nicht das Problem. Zack, zack, zack. So, mal gucken, ob das Mike hier auch so gemacht hat, aber bestimmt. So. Ja, da geht dann einfach nur ein Pipe nach oben. Alles klar, machen wir auch so. Ich brauche 2 Buckets full of water. Waren denn hier noch welche da? Oder ist hier alles ausgeflogen? Gut, hier ist nichts mehr da. Das heißt, ich brauche Buckets. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, Overclocker Upgrade, Overclocker Upgrade. So. Und jetzt kann ich noch eine machen. Wie viel hast du davon jetzt? 10 Stück. Okay. Dann kannst du die erstmal in den Ofen ballern. So viele können wir eh nicht benutzen, weil unsere Energie ja noch so gering ist, momentan. So, Extractor meinst du da an die Electric Furnace, ne? Da ist auch schon wieder das Iron Dust fertig. Zack, zack. Ich bekomme Damage. Warum bekomme ich gerade Damage? Wenn du vor dem Elektro-Ding stehst. Ja. Und da, kann sein, dass der irgendwo... Warte, ich gucke. Mann, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, das gibt's doch nicht. Lol, hab ich mich gerade erschreckt, warum ich Damage bekomme. Was wegen den Elektrogeräten? So, jetzt haben wir 7 Overclocker-Upgrades in dem Mesa-Raid. Wir gönnen uns. So, ich tue auch nochmal einen Electric Furnace. Ah ja, kriegst du Damage von. Das ist, weil da zu viel drin ist. Deswegen kriegst du da Damage. Ja, der hat keinen Saft mehr. Die Bedbox ist leer, der Generator ist leer. Warum ist der Generator leer? Brauchen Holzkohle. Haben wir noch? Ja. Charcoal. Aber den Generator läuft die Das Iron Dust, wo muss das rein? Das Iron Dust in den Ofen. Electric Furnace. So. Ja, dann. Genau, da kannst du es oben reinpacken in den Hopper. Achso. Ist ja gut. Weil oben ist Sand noch drin. Zack, ja. So. Gut. Aha. Das hat hier halt mal alles keinen Saft mehr, ne? Boah, jetzt hab ich gerade in der Kiste gebackt. Da, wo ist der andere Bucket? Hier. So. So, und dann kommt hier noch Wasser hin und dann sollte der eigentlich genug Wasser haben, ja. So, habe ich noch irgendwo ein Waterproof Pipe liegen? Ich habe noch auf jeden Fall unten eins reingetan vorhin. Das ist ein Transport. Ich brauche Waterproof. Nee, im Moment habe ich... Nee, hier ist Transport. Naja. Aber daraus kann ich mir auch machen. Aber nicht aus Eisen, das ist ein bisschen Bockmist. Wir haben hier keine Goldene mehr. Standardwerkzeuge. Jetzt mache ich schnell welche. Jetzt mache ich mir schnell welche. 2, 1. So. Ist nicht was so oder was andersrum, ich glaube aber so war es. Brauchst du jetzt die Pumpe und die Redstone Engine? Noch nicht. Aber wir brauchen eine zweite Pumpe noch. Die kannst du noch machen. Fürs Wasser. Ein Wasserbomb müssen wir auch noch irgendwo herkriegen. Pumpe.
Da haben wir das. So, Achso. Pack jetzt mal weg. Ich brauche irgendwo hier was Waterproof-Zeug drin. Ja. Pipe Waterproof. So, und dann das hier. So, dann brauche ich einen Redstone, dann brauche ich noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann brauche ich so, Spitzhacke. Also Wasser müsste hier jetzt eigentlich reinlaufen. Irgendwie. So. Ja. Bitte. Wo noch irgendwo Stone? Also gebrannten Stone? Ich glaube, da war irgendwo in der Kiste. Ja. Da brauche ich sogar noch eine, das ist ja gut. Sticks brauche ich. Haben wir noch irgendwo Sticks? Da. Bestimmt. Du brauchst ja ständig für diese dämlichen Zahnräder. Ja. So. Genau. Ich muss jetzt nochmal nach dem Tesseract gucken, nach dem... Ach nee, da muss hier gar nicht das Wasser rein, sondern das Molten Ender. So, ich habe noch eine Mining-Well und jetzt brauche ich noch die, für die Pumpe brauche ich noch. Das mit dem Tesseract wird noch richtig lustig, sage ich dir. Hast du noch zufällig? Nope. Wie baut man so einen Tank? Oh, leck. So. Da muss Molten Ender rein, ey. So. Oh Gott. Dann brauchen wir Enderperlen. So, ich hab die zweite Pumpe. Sonst okay. Sagen wir's. Das war Nummer. Du könntest Enderperlen oder Augen besorgen. Ach, super. Okay, dann muss ich mich aber ausrüsten. Ja, solltest du. Wir brauchen nämlich geschmolzenes Ender und das kriegst du nur aus dem Dust von dem Zeug. Um Tesseract Frames zu erstellen, muss ich aber nochmal gucken, was wir dafür noch brauchen. Brauchen wir die zweite Maschine, das Rack Frame. Genau, Hardened Glass, dafür brauchen wir noch pulverisiertes Obsidian. Obsidian brauchen wir auch noch irgendwo her, ey. Könnte ich rein zum Beispiel auch mit besorgen. Wie viel brauchen wir? Ein bisschen auf jeden Fall. Also genug. Halbes Stack oder so. Okay. Ich bin gerade am überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Also wir wollen Tesseract erstellen, damit kann man dann durch die Dimensionen, also aus dem Nether raus, hierher die Lava dort abpumpen und hierher transportieren. Und mit der Lava können wir einen Geothermalgenerator betreiben und mit dem dann wiederum, mit dem Strom daraus, den speisen wir in den MFSU und dann durch einen HV-MV-Transformator können wir dann in einen LV-Transformator unsere Sachen hier mit versorgen, mit Strom. Okay, so ist das geplant. Das ist also relativ langer Gehweg hier noch. Ich... Willst du nicht noch wenigstens ein bisschen Rüstung machen? Eisen haben wir genug. So, Spitzhacken habe ich jetzt auch genug, nachdem ich wieder auf Tab gedrückt habe. Nimm was zu essen mit. 11 Brote. Sollte reichen. So, hier kommt ein bisschen Marble noch an. Von der Turtle. Ja. Was gibt's denn eigentlich so für... So, ist gerade dunkel, lass kurz pennen. Nee, ich wollte doch Enderment. Achso, ja. Stimmt. So. Gut, dann habe ich eigentlich alles... Ah, nee, wo ist sie? Stimmt. Also ich sehe hier... Soll ich dir auch direkt eine Rüstung mitmachen? Wenn du jetzt noch Eisen übrig hast von dem Stack. Logisch. Nur 24 für eine Rüstung. Jupp, dann kannst du machen. Okay.
Oh, da kommt noch ein bisschen Gravel aus der Turtle. So, können wir hier schließen. Hier brauchen wir gar kein Wasser, das brauchen wir auf der anderen Seite. Beziehungsweise Minecraft-Jewel, das heißt, wir brauchen ja eigentlich gar kein Wasser. Ey, habe ich ja wieder gepennt. Ich dachte, wir brauchen Wasser dafür. So. Ich glaube, den kann ich nur mit dem Ranch abbauen. Weiß aber auch nicht mit welchem. Okay. So, komm her. Wo bist du? Und? Ausgerüstet. Ja, werf hier irgendwo hin. Ich nehme sie dann auf. Bin hier noch busy. Mein Gott. Es ist oben. Mal. Also mit dem geht's wohl nicht. Mit dem geht's wohl auch nicht. Hä, welchen Mensch brauchen wir denn da? So, bitteschön. Dankeschön. Auf der Minimap sieht man auch die Mobs, ne? Aber... Ja. Ich bin bald kein Ender mehr. Ja, nach dem Enderman wirst du suchen müssen, ey. Das ist ich aber. Ich wurde gerade angegriffen und erstmal. Und von einem Creeper und der hat mich weggesprengt. Super. Hilfe! Ah, eine Spinne im Skelett. Ich werde sterben. Das. Ah, okay. Den Curious Accumulator kann man so abbauen. Oder habe ich jetzt nur noch einen Maschinenblock? Nee, ich dachte schon. So. Brot erstmal. Okay. Erstmal Brot essen. So. Also brauchen wir kein Wasser, sondern nur Molten Ender. Das ist natürlich klasse. Super. Auch nicht viel besser. Aber den müsste ich so abbauen können. Aber erstmal müssen wir Endermans finden, ja. So eine Sache. Ja. Und da müssen sie auch noch eine Enderperle droppen. Ist ja nicht immer so, dass sie droppen. Oh ja. Also zwischendurch gibt es einen kleinen Cut, ne? Wenn Annie kommt, wenn er kommt. Ja, wenn Annie kommt, dann machen wir einen Cut und werden danach dann gleich weiter aufnehmen, also am selben Tag, in derselben Aufnahme im Prinzip. Ist einfach nur, damit es nachher ein bisschen einfacher zum Schneiden ist. Mhm. Weil dann kommt noch eine Tonspur dazu. Ja. Du Snackbox. Mhm, Snackbox. Ja. Hast du den Enderman gefunden? Ist schon wieder Tag. Man muss in Höhlen gehen, da findest du vielleicht noch einen. Hm. Gibt's im End nicht so viele? Im End gibt's massig, ja. Aber dafür brauchen wir auch erstmal, um da reinzukommen, Enderperlen. Ja, stimmt. Die musst du ja in dem hässlichen Kreis legen. Mit Enderaugen. Ja. Ach. Ich grab mich jetzt einfach mal hier runter. Ich hätte mir vielleicht einen Warp-Punkt für nach Hause machen müssen. Wäre vielleicht praktischer gewesen. Ja. Juhu, ich habe Kopper gefunden. Aber ich werde mir jetzt noch ein Schwert holen, dann werde ich zu dir kommen, ich werde dir helfen. Kopperohr habe ich gefunden. Wenn wir jetzt mal nach... Werde ich mir... ich werde mir eben ein Schwert machen, okay. Dann komme ich. Werde mich dann zu dir porten, weil ich habe keine Ahnung, du wohin. Du portest dich ja eh immer im Let's Play von Minecraft. Habe ich doch schon gesehen in der Aufnahme. Ja, dürfen wir auch. Wurde uns sogar erlaubt. Oh. Haben wir die Abonnenten gefragt. Ja, sonst dauert das aber wirklich zu lang. So. Ja, eben. So, da bin ich. Wo? Wo bist du? Siehst du mich nicht? Ah, jetzt. Ah. Okay. Ich hab Swag, ich hab rote Sache. Ich hab einen roten, grünen Spitzhacke. Das würde ich vielleicht nicht machen, wenn unter dir dann Lava ist, dann bist du tot. Aber naja, YOLO, ich mach dir nach. Welche Höhe? Richtig, YOLO. 22. 1,20, also eigentlich müsste hier mal irgendwo irgendwas sein. In irgendeiner Richtung. Ja, ich hab was. Ach, aber das ist nur so ein hässlicher Kristall, der leuchtet. Ja, ich auch. Was bringen die Kristalle?
Keine Ahnung. Kann man, glaube ich, irgendwelche Sachen mit tun. Also ich baue mich gerade in Richtung so einer Höhle. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Ah, ich bin da. Kannst ja auch kommen. Jupp. Das hier ist... Oh, ich kenne die ganzen Ores gar nicht mehr. Silver Ore. Bringt eigentlich nichts. Oh, Nikolai, das ist nervig. Das bringt nichts. Die brauchst du alle gar nicht mitnehmen, weil wir davon eh schon massig haben. Wir sollten hier nur auf Suche eines Endermans sein. Eigentlich sollten wir draußen sein, wenn es dunkel ist, ne? Da wäre die Chance, glaube ich, größer, einen zu finden. Nicht hier unten. Aber, naja. 5000 Jobs. Guck mal, hier gibt es ein riesen Höhlensystem hier, wo ich langlaufe. Ich sehe es. Ich verfolge dich. Aber hier gibt's, jetzt erst mal Mobs. Das ist auch neu. Oh, ich werde angegriffen von allen Seiten. So. Oh Gott, dort sind zwei Creeper. Der eine Creeper hat den anderen Creeper explodieren lassen. So muss das sein. Boah, hat die Fledermaus mich jetzt gerade erschreckt. Tja. Suche immer noch nach einem Enderman, finde keinen. Boah, wie viele Creeper hier sind. Was? Ach, da hinten bist du. Ich sehe dich jetzt auch auf meiner Minimap. Ich weiß, was wir machen. Das weiß ich nämlich auch, wie es geht. Wir machen Atomkraftwerk. Was? Ein AKW? Das weiß ich, wie es geht. Und es bringt richtig viel Strom. Ja, bringt richtig viel Strom. Allerdings muss es gut kühlen. Und ich habe einen Dungeon gefunden. Wo bist du? Ja, ich komme zu dir. Dauert ein bisschen. Ja, noch nicht Kisten aufmachen. Ich warte erst mal, bis du hier bist. Weil ich bin unten drunter. Und da ist ein Spinnenspawner und so. Spider-Schwein. Ich bin einfach nur so langsam. Dauert noch ein Stück, ne? Also, was jetzt halt. Jo. Ich werde mal Andy nach dem Status-Update fragen. Ja, da bist du. Hier, guck, hier drüber ist direkt ein Spinnenspawner. Oh, ich dachte jetzt eine Kiste. So mit so Kisten. Jo. Alter. Was denn? So, was hier kifft. Bling. Nee, hab ich nicht. Muss ich dich enttäuschen. Ah, Annie ist zu Hause. Yay, das heißt, er kommt gleich. Ein Wunder ist geschehen, immerhin. Ja, na, ich hab's auch gerade gedacht. Soweit ich weiß, hier... Boah, Alter! Wie viele Spinnen, Mann? Ich ignoriere die einfach. Die haben mich nicht angegriffen. Die waren alle auf dich fixiert. Läuft. Ja, Standard, ne? Die mögen dich nicht. Irgendwas... Gibt's hier eine Kiste oder was? Oder ist das ist, nur ein Tunnel? Ja, in diesen Tunneln sind Kisten irgendwo verteilt. Das heißt... In der Regel. In der Regel. Aber leider finden wir da auch kein Enderman. Oder? Nee, ist gar kein Uranium. Abbauen? Nee. Oder? Also ein Uranium-Ohr habe ich. Ich weiß nicht. Ach, Monazit-Ohr. Brauchen wir Monazit? Nee. Haben wir genug. Brauchen wir nicht. Ich glaube, ich bin mal nach links. Oben. Es müsste jetzt dann irgendwann wieder Nacht werden. Dort, ja, komm. Ich mach den hier. Du kannst ja... Was denn? Super. Alter. Waypoints. Ja, ich porte mich mal nach Hause. Ich habe bei dem Waypoint gesetzt. So, es ist hier noch Tag. Gut. Kannst wohl noch nichts anfangen. Nope. Aber in der Nacht werde ich mich dann nach einem Enderman umgucken. Ich hab einen Slime. Haben wir denn vielleicht schon Ender Pearls hier irgendwo? Ne, haben wir leider nicht. Tja. Gut, dann kommt dein Rico auch gleich dazu. Das gefällt mir.
So. Hier ist eine Kiste und was ist drin? Eine Steel Pickaxe? Fille Tin Can? Was ist ein Tin Can? Eine Tin Can, das ist eine, Tin Can. Was ist denn ein, Knowledge Fragment? Ach, das ist eine Dings, eine Dose. Super. Und eine Döschen, Cold Coke kann ich mitbringen, ne? Redstone auch. Ja, ganz klar. Und die Steel Pickaxe. Naja, nehme ich einfach mal mit. Ist ja. Und da ist noch eine Kiste. Das ist ja geil. Alter, wie krass man deine Maus hört, ey. Hast du die auch? Ja, die hört selbst ich. Das wird in der Aufnahme, wird das lustig. Ich hoffe, ich krieg die rausgeschnitten irgendwie. Ich glaube nicht. Wenn ich Pech habe, nicht, nee. Wobei natürlich kein Scheiß, wenn die rausgefiltert wäre. So, wie weit ist denn die Turtle? Hier ist Taurium-Ohr drin, Copper, eine Chest-Card, super. Melon Seeds, nehme ich doch direkt mal mit. Ja, das ist eine gute Idee. Da mal nehme ich keine von. Dann haben wir auch mit Lohn. Okay, die Turtle ist schon ziemlich weit, hat hier noch was Gescheites gefunden. Ja, wichtige Sachen nach vorne. So. So, und dann diesen Cobblestone können sie zum Schluss wegtransportieren. Da ist noch eine Kiste und ich werde aber von zwei Seiten angegriffen. Oh Gott. Uh-oh. Aber in der Kiste ist, oh mein Gott, nur Eisen und Kohle. War super. So, Annie meint, er isst noch schnell etwas, bevor er kommt. Soll er mal machen. Naja, damit er groß und stark noch fetter wird. Gut, dass er jetzt noch nicht hier ist. Ja, guckt ja auch die Aufnahmen nicht, von dem her ist das ja wurscht. Ich eigentlich so an sich auch nicht, hab's nur mal so zwischendurch ein bisschen verfolgt in den letzten Tagen so. Aber da kam ja auch nicht. Seit ich dich da invited hatte, ne, zur Aufnahme. Aber da kam ja auch nicht so wirklich viel. In den letzten Tagen, ne. Nicht mal so ein Neujahrsding, oder hatte. Ja, von Mike kam ein Musiktrack noch. Den hab ich heute gesehen. Heute Nacht noch. Ah, nein, nein. Gut. Zombie. Marble. Marble. Zombie-Gehörne brauchen wir nicht, ne? Marble. Nope. Obwohl, eigentlich doch. Du brauchst auch mal ein neues Gehirn. Weil jetzt nämlich einiges schief gelaufen. Ha, Uranium. Uranium nehme ich mit. Also ich mache mir mein heimliches Atomwerk. Alles okay. Klar. Energiewende, Mann. AKWs werden abgeschaltet bis 2017. Oh. Also darf ich nicht, oh Mann. Ich werde jetzt hochporten. Nein, ja? Noch nicht. Besonders jetzt noch nicht. Jetzt habe ich gerade was gefunden. Könnte interessant werden. Mir wird es gerade dunkel. Ja. Ich brenne, port mich. Creeper, port mich, schnell, port mich. Warte, bin da. Brenne. Ja, wird schon wieder aufhören. Ja, wird schon wieder, ne? Ja. Optimist. Uranium. Na, die Diamanten? Nee. Glaube nicht, oder? Sie sind keine Diamanten. Nein. Nee. Bäh. So, ich porte mich nach Hause und porte mich hinterher, ja? Ja. Na, okay. Lol. Okay, direkt mal Melonen da dran. Auf Enderman suchen. Erstmal alles rein tun. Melonen. Obwohl, ich sterbe eh nicht. Okay. Ich geh da lang. Und du folgst mir. Ich gehe in eine andere Richtung, sinngemäß. Da ist die Chance höher, dass wir beide einen erwischen. Psst, nachher schicken wir Annie dafür Kinder auf die Suche. Perlen. Nein. Der muss immer die aussichtslosen Suchen machen, der muss doch immer nach Dias suchen. Ja. Hey, Blockschlag geht hier ja schon in der Version, aber bringt nicht so wirklich was.
Jojo, ne? YouTube, wa? Also ich habe noch keinen gefunden. Ich auch nicht. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Schaf. Da ist ein Enderman. Ich habe zwei Stück. Ich habe einen. Oh ja, komm her. Oh ja, ich guck dich an, Bitch. Nein. Oh ja, komm her, komm her. Da ist er wieder. Und. Er ist down. Er hat eine Enderperle gedroppt. Ja, voll. Sauber. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Wir werden einfach mal so viele Farben. Da ist noch einer. Mist, der hatte sich weggeportet. Hilfe! Oh, Glück. Glück im Unglück. Was ist los? Läuft doch bei dir. Geht, ne? Wo ist denn der Enderman jetzt? Ach so, ja, ich war da am Wasser. Der portet sich die ganze Zeit weg. Okay, er ist down, aber er hat keine gedroppt. Doch, hat er. Gut, zwei Enderperlen habe ich. 1A. Boah, ich habe gerade... Ich werde weiter suchen. Zweieinhalb Herzen, ne? Ich habe meinen verloren, der hier gerade war. Nicht ins Wasser gehen, das ist dann... Dann kommen die nicht. Naja, ich war halt im Wasser, als ich ihn gesehen habe. Boah, Alter. Drei Zombies, drei Skelette. Wie tötest du die auf was für eine Art? Also... Einfach drauf losspringen. Tu auf die am besten auf die Beine so gucken und dann da drauf schlagen. Weil dann porten die sich nicht so schnell weg. Oder irgendwie sowas war da. Ah ja. Ich glaube, da hinten habe ich gerade wieder... Ja, da sind wieder zwei Stück. Ich habe ja meine Sicht nicht so weit, darum sehe ich das nicht so gut, aber... Ich sehe immer so kleine Lichtschatten. Ah, hier sind zwei. Okay. Du musst leiden als Erster. Ich habe eine ganze Herde Kühe gefunden. Und Endermänner. Jetzt kommt der Creeper auf mich zu. Dafür 3 Dutzend Creeper, Spinnen und andere Mobs. Er hat sich weggeportet direkt. Oh mein Gott. Er portet sich die ganze Zeit. Mann, ich brauche Endermänner. Er hat sich komplett... Da ist er. Und er ist tot und hat keine gedroppt, oder? Nein, nein, nein. Schade. Aber mir ruckelt's gerade, ey. Bei mir bricht die Frame dann auch ein. Weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich hier dauernd im neu gerenderten Gebiet rumrenne. Ist da vorne noch einer? Nee, nur ein Creeper. Oh, hier ist ein Vulkan mit Lava. Von dem sollte ich, glaube ich, mal Abstand halten. Mein Gott, ich finde keinen... Ah, da hinten ist einer. Ich habe einen. Ah, ja. Wie viele Enderperlen hast du mittlerweile? Null, ne? Null, ja. Ich habe bisher nur einen gefunden und da war ich im Wasser. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Mob-Parade hinter mir her. Hilfe, Hilfe. Noch ein Mob, ja, komm. Gönnt euch doch. Da ist er. Oh, Alter, hier sind so viele Mobs. Ja, bei mir auch. Das ist richtig schlimm. Darum laufe ich gerade wieder Richtung nach Hause. Siehst ja. Dämlicher Creeper, explodier doch. Okay, die sind nicht mehr hinter mir her. Ah, da ist der Enderman. Alter, was machen die für dreckige Geräusche mittlerweile? Richtig schlimm, da bekomme ich richtig Angst. Nein, aber hört sich leicht so wie Slenderman an. Ja. Oh nein, ich habe nur 2 Herzen. Ah! Ich muss was essen. Oh nein, nur noch 1,5 Herzen, ein halbes Herz! Ah! Oh Mann. Du bist für nichts zu gebrauchen. Aber ich kann mich ja zum Lates Death teleportieren. Gebe ich denn gleich eine mit, wenn ich wieder da bin, ey. Dir geht's wohl zu gut. Wem mir? Ach so. Nur den Viechern, die mich hier gerade geschlachtet haben. Ich sammle gerade meine Sachen wieder auf. Direkt an unserem Haus ist ein Enderman. Den hole ich mir. Gute Idee. Ich weiß nicht, wie viel bringt denn so eine Enderperle an, geschmolzenem Ender? Keine Ahnung. Aber wäre halt gut, wenn wir mal so viele Enderperlen haben, damit wir ins End kommen. Dann haben wir nämlich nie wieder ein Problem damit. 3 Stück. Mhm. Weißt du?
Hab 3 Stück bisher. Wird so. Anscheinend keine gedroppt. Ich habe immer noch 0, weil ich habe jetzt den einen auch wieder verloren, der hier war. Ey. Daniel. Ja, Spinnen, Skelette. Alles, was ich nicht brauche, genau, ey. Das gleiche ist bei mir gerade auch. Ah, hab einen. 2 sogar. Genial. Guck. Oh, und wieder ein Haufen Mobs drumherum, ey. Sonst hätte ich gar kein Problem. Dann an unserer Turtle. Mal gucken, was die so sagt. Aber anscheinend ist sie schon fertig. Mittlerweile. Oh, diese dämlichen ja, Mobs, ey. Ja, unsere Turtle ist fertig. Also kannst du dich gleich wieder drum kümmern. Okay, ja. Kriegt dann nachher wieder. So, jetzt haben die sich beide dann das Loch geportet, diese dämlichen Endermänner. Muss ich gleich mal weglaufen. Tu einen nacheinander angreifen. Nehme ich hier mal. Mehr. Weil dann gehen nicht beide gleichzeitig auf dich. Ja. Schon zu spät. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich wieder. Das gibt's doch nicht, Mann. Boah, ey. Das ist eine Scharade hier, ey. Ihr kassiert gleich, ihr hässlichen Endermänner, ich sag's euch. Die töten mich mein gleich Schwert wieder, ist ey. Fast kaputt und ich hab schon so viele Endermans gesehen und du... Ja, ich sterb die ganze Zeit, Mann! Ich porte mich zum Latest Death zurück, dann bin ich gleich schon wieder tot. Oh, ich zieh mir jetzt ein Schwert an, Mann. Die droppen keine... Wird's ja. Wird schon hell? Die droppen gar keine Endermans mehr. Warte, ich porte dich mal mit jo, mir mit, das. Ja? Bevor es da hell wird. Ich hab ja. Nur einen gesehen. Ach, du hast ich hab nur einen gesehen. Ja, getötet. Ja. Aber hat keine gedroppt, oder? Man weiß es nicht, ich muss gleich im Inventar gucken. Man weiß es nicht. Man munkelt. Shit, der Enderman hat sich gerade weggeportet, wo ich kam. Wird ja eh schon wieder hell, also nächste Nacht, nächstes Glück. Nutzen wir die Nacht halt immer dafür. Habe ich jetzt eine mitgekriegt? Ne, der hat keine gedroppt. Oh, auch das noch. Aber dafür müssen wir, wenn wir so ein Ender Ding haben wollen, dafür müssen wir auch erstmal das End erreichen, also dieses Ding erreichen. Ja, wir sollten unbedingt gucken, dass wir so viele... Wie viele Ender-Augen brauchen wir denn? Oder Enderperlen brauchen wir fürs End? 10... Fürs End. 6 Stück? Ender-Augen. 12 Ender-Augen. Ich weiß aber nicht... Ender... Augen. Ja, da brauchst du einen Haufen Enderperlen für. Das ist jetzt ja... Ender... Nee, nur eine und Blaze-Powder. Das heißt, wir müssen da noch in Nether und ein paar Blazes ärgern. Okay, dann... Auch noch. Ja, Moment. Obwohl, ja, man braucht nur 12. Und man kann der... Ja, aber Blaze Powder brauchst du. Powder. Ja. Das ist von den ja, Blazes im Nether. Also eine Steel Pickaxe, also eine Dark... Also Fillet Tin Can. Was bringt Tin Cans? Keine Ahnung, aber schmeiß nicht alles in die kleine das Kiste. Ist Essen. In die Rohstoffkiste. Brauchst du Essen? Nope. Dann gönn dir demnächst gerade mal nicht. Das. Ihr habt ja da gerade. So, was kann ich hier rein tun? Holz brauche ich nicht. Sticks brauche ich nicht. So. Dann müssen wir wieder auf Enderjagd gehen nächste was Nacht. Kommt hier rein? Strings und so. Wo soll ich denn alles rein tun? So, sortiert es hier. Schmeißt in die großen Kisten, die da sind. Die sind nicht sortiert. Und die Ors. Kannst es überall und reinwerfen. Die ganzen Ors, die verarbeiteten und unverarbeiteten da. Gibt's ja so. Ja, also die Barren in diese kleine Kiste und der Rest erstmal nach unten. Unten gibt's eine Kiste mit Ors. Okay. So, und ich werde jetzt mal hier laufen. Egal welches Ohr da rein, weil da gibt's auch noch Taumium-Ohr hab ich und Copper. Ist egal. Ja, gut. Uranium. Da ist unten eine Kiste, da ist nur Erz drin. Und nein, die Turtle ist noch nicht fertig, sonst wäre die oben. Oh. Die wäre sonst an der ja, Kiste, wenn sie fertig wäre. Kannst du von unten schauen. Ja, die ist... Ja, dauert nicht mehr lange. So.
die Ender irgendwo hin. Ich wusste, dass hinter mir schon wieder ein Creeper lang rennt. Und du schon wieder eine Snackbox im Mund hast. Etwas von der Snack. Naja, ich muss ja nicht, dass ich hier vom Fleisch falle, wenn ich mit dir aufnehme. Ist möglich, also, ja. Uranium-Ohr. Mein Lieblingsohr. So. Gut, nächste Nacht dann wieder nach Ender-Dingern suchen. Wie viel hast du jetzt Ender-Augen? Ender, normale Ender. Ja. Pearls, meine ich, ja. Wir können am Tag aber in Nether gehen. Manchmal kann ich dich anhalten. Komm mit. Moment. Geh mal in Nether. Geh mal zu den Blaze Rods. Aber ich lasse erstmal das wichtigste Zeug hier, ey. Tschüss. Die ganze Zeit nur rumschleppen. Das war alles in die Kiste, ist mir egal. Außer die Werkzeuge und so. Ich bräuchte ein neues Schwert. Ich nehme mir das Eisenschwert noch mit. Stone Spider, ey. Okay. Accumulator. Ja, für die Blaze Rods sollten wir noch Pfeil und Bogen mitnehmen. Das wäre eine clevere Idee. Ja, aber ich kann die auch so killen. Ich hab Swag. Ich mach mir mal einen Bogen. Ja, du auch rein? Wenn du so viel Rohstoffe hast. Ja, ja. Pfeile habe ich nicht so wirklich berauschend viele. Nur 14. So, also oben liegt dein Bogen. Also Pfeile haben wir ja nicht mehr, ne? Ah, ich glaube, der Annie hat wieder geschrieben und hört immer das Facebook. Jetzt gerade besorgt. Und was hat er geschrieben? Oh je, sein Headset muss noch laden. Der weiß schon, wie er sich drücken kann. Wäre echt keine Pfeile. Stück. Ich kann dir die Hälfte geben. Ja, mach mal. Wir brauchen 12-mal eine Blaze Rod. Ja. Super. Ju, 12-mal. Ja, dafür brauchen wir aber auch erstmal einen, Müssen wir erstmal eine Festung finden. Und ich trinke jetzt auch mal einen Schluck. Hört man vielleicht in der Aufnahme, aber naja. Ja. Auf der Suche nach einer Festung. Ich habe den Punkt da markiert, wo das Portal steht. Würde ich dir auch empfehlen. Wie mache ich einen W-Punkt mit M, ne? Waypoint. Ja. New dann Waypoint. Portal. Dann. Ja, okay. Ich habe eine Festung. Okay. Echt? Ja, und du musst nur nach Südosten laufen. Ich sehe deinen Namen nicht. Ich sehe nur mein Lastes Des irgendwie. Ja, lauf nach Südosten. Wo ist denn überhaupt Norden? Da. Südost. Südosten. Also in die Richtung. Hier sind ganz viele Pikmans und hier sind ganz viele Kabelzonen. Warte, ich muss meine Sicht erweitern. Video Settings. Auch nicht auf Fahr, nein, auf Normal. So. Wo bist denn du? Boah, ich dachte gerade. Weiter nach noch Südosten. Weiter. Hier. Links von dir, hier drüben. Okay. Oh, Gast. Was ist das? Wo? Ah, da unten ist der Gauner. Was kann man denn mit Kinderbar das machen? So, gehen wir hier runter, wa? Eine Festung. Da unten? Ach so, ja. Tut mir leid. Ja, das ist doch eine Mauer. Normal. Was kann man denn mit diesem Cannabis-Ohr machen? Ach, Cannabis. Kinnabar. Das Cinnabar. Cannabis-Ohr. Du, Alter! Du musst sterben, Alter. Du weißt, dass die OP jetzt sind. Na gut, okay, doch nicht. Aber. Okay, eins ist hier runtergefallen. Ah, Alter! Der Gast! Okay, lauf, lauf. Was geht denn? Oh mein Gott, ich lauf direkt in seine Richtung. Warte. Boah, Andy, soll mir aufhören, auf Facebook zu schreiben. Man hört das alles in der Aufnahme. Mach doch einfach dein Handy auf stumm. Das ist nicht mein Handy, das ist der Rechner.
Ja, dann mach doch ist Flash. So, ich gehe hier mal runter, ja? Ich hab grad einen Stampel gehabt, super. In der Hoffnung, dass hier irgendwo eine Blaze World ist. Ah, also Blaze, wir können, wenn wir... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, ich bin vergiftet von diesen... Hilf mir, hilf mir, bitte, 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 bitte. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Du bist viel zu weit weg, ey. Ich bleib hier. Wither, okay. Warte, ich komme. Was ist los? Ich muss was essen. Ich hatte nur noch 2 Herzen. Kannst du haben. Warte mal kurz, gucken, was Annie schrieb. Ach, das ist nicht Annie. Auch das noch. So. Aber Annie hat auch geschrieben. Und was sagt er? Okay, warum? Also Annie kommt heute nicht mehr. Super. Ja. Lass Blazes suchen. Ein Slime. Magma Cream kriegt man doch daraus. Lol. Hilfe. Okay. Was kann man aus dieser Magma Cream machen? Ich brenne. Nein, ich werde sterben. Ich laufe auch noch durchs Feuer. Und dort vorne sind Dinge. Du bist viel zu weit weg von mir. Ich bin jetzt tot. Nein, ich habe überlebt. Da vorne, ja, da sind Blaze. Da sind 2 Blaze. Ja, ich hab welche. Lass mal eben okay. Die Aufnahme hier nochmal pausieren. Ich werde mal eben disconnecten. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufnahme. Ja.